So, Gleichungen, Ungleichungen ist heute unser Thema und wir werden uns heute mal gleich mit den Ungleichungen beschäftigen, weil ich kann es ja hier offiziell sagen, diese Klasse kann Gleichungen wirklich höheren Grades schon so gut lösen. Da können wir uns gleich nochmal mit diesen Besonderheiten der Ungleichungen beschäftigen. Folgendes, wenn ich zum Beispiel, ich mache es mal ganz leicht, 3x plus 4 ist gleich 5, meine Lieblingsgleichung, wenn ich 3, 4, 5 einfach anwende, nebenbei 3, 4, 5 Regel. Da machen wir das ja so, Klaps rückwärts und so weiter und so fort. Was ist aber, wenn ich das mache hier, das soll größer sein als 5. Dann passiert auch nichts weiter. Klaps rückwärts, wir machen es mal, mal sehen, was passiert. Minus 4 bedeutet 3x ist immer noch größer als 1. Durch 3 und jetzt heißt es, x ist größer als ein Drittel. Bis dahin nichts Besonderes. Damit wäre das Ding schon fast gelöst. Wir müssen aber hier in diesem Fall die Lösungsmenge angeben. Und zwar Lösungsmenge, dieses doppelt scharfe L hier, das bisschen verdickte, die ist gleich. Geschweifte Klammer. Und jetzt, was ist alles größer als ein Drittel? Das Drittel darf nicht vorkommen. Was ist da größer als ein Drittel? Wir stehen jetzt hier vor einem sogenannten Dilemma. Wir haben gerade überlegt, ein Drittel. Ja, was schreiben wir zahlenmäßig hier rein? Wir haben uns mal überlegt, ein Drittel ist 0,333 Periode 3 und so weiter und so fort. Na, dann erweitern wir es mal als Bruch und sagen, ein Drittel ist 3 Neuntel. Etwas mehr wären 4 Neuntel. Ja gut, 4 Neuntel. Naja, betrachten wir mal 4 Neuntel und ein Halb. Was ist größer? Und da haben wir das erweitert auf 8 Zehntel und haben gesehen, naja, dann ist das 8 Achtzehntel, 4 Neuntel, und ein Halb wäre 9 Achtzehntel. Das ist ein bisschen größer. Nee, 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 nee. 8,5 Achtzehntel hier unten wäre genauso größer als 8 Achtzehntel. Erweitert ergäbe das 17 Sechsunddreißigstel. Oder wir sagen 0,333, also 0,3 Periode 3, etwas größer wäre 0,334. Nee, größer ist auch 0,333,4. Und wir könnten hier noch tausende Dreien einfügen. Sobald hier hinten eine 4 steht, ist es schon wieder ein bisschen größer. Und. Das heißt also, hier tun wir uns mit der Lösungsmenge schwer. Wir gucken dann mal, wie man das dann machen kann. Das lassen wir jetzt erstmal und kommen zu anderen Aufgaben. Die haben nämlich eine Besonderheit, die Ungleichung, und das werden wir gleich sehen. Was ist, wenn Folgendes passiert? Na. Was ist, wenn Folgendes passiert? 5 minus x ist größer als 1. Wir gehen wieder ran wie an Gleichungen und sagen, die 5 muss hier weg. Also weg damit. Das heißt minus 5. Dann steht hier minus x ist größer als minus 4. Wenn ich jetzt sage, minus x möchte ich ja nicht haben, ich möchte das reine x haben, muss ich den ganzen Mist mal minus 1 nehmen. Was passiert jetzt? Jetzt wird es etwas spannender. Jetzt sage ich, okay, minus x mal minus 1 ist x. Einverstanden. Das lasse ich mal noch aus, dieses vergleichende Zeichen. Und das ist 4. Minus 4 mal minus 1 ist 4. Ja, bleibt es jetzt so? Oder wird etwas anderes daraus entstehen? Ihr wisst vielleicht noch, da drehen sich die vergleichenden Zeichen um. Aber warum? Das müssen wir ausprobieren. Wir probieren das mal aus. Ich mache es mal extra rot, wenn ich das Zeichen so lasse, x soll größer als 4 sein. Was ist denn größer als 4? Nehmen wir mal 5. Wir machen eine Probe. Und zwar x soll 5 sein. Und wir probieren, ob das geht. Jetzt setze ich das ein und sage, hier, 5 ist größer als 4. Das stimmt. Jetzt mache ich die Probe, das war hier eingesetzt. Jetzt mache ich die Probe mal hier oben, hier an der Stelle. Und sage, naja, minus 5 ist größer als minus 4. Merkt ihr was? Das ist nicht mehr richtig. Denn minus 5 steht auf dem Zahlenstrahl weiter links. Hier habe ich eine 0. Minus 1, 2, 3, 4. 5, hier ist minus 4, hier ist minus 5. Jetzt sieht man deutlich, dass minus 5 nicht größer als 4 ist, denn das ist ja noch negativer. Das sind ja noch mehr Schulden. Und jetzt wissen wir, das ist alles Quatsch hier, was wir hier gemacht haben. Das in Rot,
Nee, das geht nicht. Wir müssen hier wirklich das Vorze das vergleichende Zeichen umdrehen. Und dann machen wir die Probe nochmal. Also das ist auch Quatsch gewesen. Ne? Das dürfen wir so nicht stehen lassen. Das ist nicht richtig. Jetzt sagen wir, okay, jetzt probieren wir das mal aus und sagen, durch das Multiplizieren mit minus 1 oder mit einer negativen Zahl multiplizieren oder dividieren, ist ja das Gleiche, muss sich das vergleichende Zeichen umdrehen. Jetzt probieren wir das aus. X ist kleiner als 4. Das ist unsere Lösung. Jetzt kommt die Probe. Was ist denn kleiner als 4? Die 3. Einverstanden? Gut. Also sagen wir, x sei mal jetzt 3. Jetzt kommt die Probe nicht hier an der Stelle, sondern wieder an der blauen Stelle. Also, ich mach's mal blau. Minus 3 ist größer als minus 4. Und da sieht man, das stimmt. Das sind nicht so viele Schulden. Achtet bitte drauf, ich gebe euch jetzt ein paar Aufgaben. Ihr löst die schnell und wir müssen dann was erledigen. Hier gibt es eine Frage. Ich habe jetzt extra die Probe mal mit dieser Zeile hier gemacht. Normalerweise darf man die ja nur mit der Originalgleichung machen. Ich habe es aber hier gemacht, damit das besser auffällt. Jetzt kommen wir mal zur richtigen Probe, wie sie sich gehört. Also, Probe. Und zwar mit der ersten originalen Gleichung. Hier mit der hier. Ungleichung hier in diesem Fall. Mit der probiere ich jetzt aus, ob das stimmt. Probe. Ich habe rausbekommen, x ist kleiner als 4. Also nehme ich mal eine Zahl, die kleiner als 4 ist. Das ist in diesem Fall mal die 3. Setze ich also ein, 5 minus 3 soll größer als 1 sein. Stimmt das? Ja, 5 minus 3 ist nämlich bloß noch 2 und das ist größer als 1. Ja, also funktioniert auch mit der großen Geschichte. Machen wir es nochmal, damit das auch mit dem geteilt durch genauso auffällt. Und zwar, ja, nehmen wir nochmal 6 minus 4x soll kleiner als 7 sein. Wir machen das wie üblich, Punktrechnung vor Strichrechnung, rückwärts, klapp zurück. erst die 6 weg, minus 6. Jetzt steht hier minus 4x ist kleiner als minus 1. Kleiner als 1. Ja, ich fange auch schon an, ich werde alt. Jetzt sage ich, entweder ich teile nur durch 4, aber ich kann gleich durch minus 4 teilen, das geht schneller. Achtung, ich teile durch eine negative Zahl, durch minus 4. Was passiert? Hier kürzt sich's weg, x steht alleine. Und hier kommt minus ein Viertel hin. Aber Achtung, ich mach's mal so, blau, damit es besser auffällt, ich muss das kleiner gleich zu größer gleich machen. Jetzt kommt die Probe. Die Probe machen wir ausgehend von der Stelle und sagen, Frage, was ist denn größer als minus ein Viertel? Die 0 zum Beispiel ist größer. Aber wir nehmen mal eine echte Zahl, denn 0 ist mehr ein Zustand. Was ist größer als minus ein Viertel? 1, genau. Also, Probe und die mache ich jetzt aber mal gleich wirklich oben. Ich könnte sie auf der zweiten Zeile machen, aber ich mache sie mal gleich oben. Also, wir sagen, x soll mal 1 sein, denn das ist auf jeden Fall größer als minus ein Viertel. Und jetzt probieren wir es aus. Also, 6 minus 4 mal 1, das ist unsere Probierzahl, soll größer sein als, kleiner sein als 7. Stimmt das? 6 minus 4, 4 mal 1 ist 4, 6 minus 4 ist 2 und ist das kleiner als 7? Ja, das stimmt. Hätte ich das nicht umgedreht, und nochmal, ich zeige es nochmal, hätte ich das nicht umgedreht, also was jetzt kommt, ist falsch. Meine Lösung hieße dann, x ist kleiner als minus ein Viertel und ich würde mir eine Zahl überlegen, die kleiner als minus ein Viertel ist, das wäre zum Beispiel x sei minus 1, das bei der Probe, die ich dann mache. X sei minus 1, das ist auf jeden Fall kleiner als minus ein Viertel. Probieren wir das aus. Dann hieße die Probe, ist jetzt ein bisschen hässlich, dann hieße die Probe so, 6 minus, und jetzt, 4 mal minus 1 soll kleiner als 7 sein. Probieren wir das aus. 4 mal minus 1 ist minus 4, 6 minus minus 4 ist aber 10. Und das ist nicht kleiner als 7. Merkt ihr was? Achtung, hier kommt der Fehler dann. Wenn ich das Zeichen nicht umdrehe, eine Frage, dann machen wir jetzt gleich eine Übung. Ich fange dazu ein neues Video an. Also nochmal, Gleichungen und Ungleichungen, die behandelt man vom Regiestrich und dem ganzen Kram genauso. Man muss hier an der Stelle überhaupt nicht aufpassen, aber an Stellen aufpassen, wenn ich durch eine negative Zahl teile, mit einer negativen Zahl mal nehme, auch wenn es nur minus 1 ist.
Egal, immer wenn ich irgendwie eine Punktrechnung mit einer negativen Zahl mache, muss ich auf jeden Fall das vergleichende Zeichen umdrehen gegenüber hier. Gegenüber der Zeile, die danach kommt, also die davor kam, muss ich das umdrehen. Wir haben es gesehen, wir haben es besprochen. Ich mache jetzt das Video an der Stelle erstmal dicht und wir machen weiter. Moment, hier gibt es doch noch eine Frage. Ja, das war eine schöne Frage, die ist wichtig. Und zwar die Frage hieß, wenn ich das jetzt mehrmals machen muss im Laufe der ganzen Ungleichungslöserei, ich nehme hier mal minus 1, ich nehme dann später, teile ich mal durch minus 5, je nachdem, was hier erforderlich war hier an diesen Stellen, dann muss ich jedes Mal umdrehen. Wenn es hier noch so war, muss es danach so sein. Jetzt setze ich das fort, jetzt teile ich durch minus 5, muss es wieder umgedreht werden. Ganz genau. Wunderbar. Jetzt mache ich erstmal dicht und wir werden dann in der Übung auch noch ein paar Fragen klären können.